Nachdem Juri alles zusammengepackt hat, begleite ich sie eben zur Haustür. Danke, dass ich heute vorbeikommen durfte. Kein Problem, ich bin froh, dass ich behilflich sein konnte. Lass es mich einfach wissen, wenn ich morgen noch etwas mitbringen soll. Mach ich. Also dann? Juri zappelt vor sich hin. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen. Warte. Ohne ein großartiges Nachzudenken plappere ich einfach drauf los. Wegen heute, es ist schon in Ordnung, dass wir nicht so viel Zeit haben, wie wir wollten. So können wir es wieder machen. Du kannst jederzeit vorbeikommen oder wir können uns auch jederzeit treffen. Ah, da fällt mir ein, dass du ja noch du ja nicht so gern unterwegs bist. Wenn ich verzweifelt nach meinen Worten ringe, lächelt mich Juri verlegen an. Lange Rede, kurzer Sinn. Ach, du weißt schon, was ich sagen will. Du bist sehr rücksichtsvoll, sind so das. In einem Schritt tritt Juri näher an mich heran und nimmt meine Hand in die ihre. Das mag ich irgendwie an dir. Naja, Alter, wie... Da fällt ein bisschen die Auflösung, ne? Soll ich darauf denn bitte antworten? Aber bevor ich mir weiter den Kopf darüber zerbrechen kann, springt sie auf einmal wieder zurück. Sayori? Oh oh. Hä? Hihi, Sensoras, Sayori. Wir haben uns nicht... Hihihihi, ist schon in Ordnung, Sensoras. Ich wollte nur vorbeischauen, um Hi zu sagen. Schön dich zu sehen. Oh, scheiße. Bitte verzeih, aber ich bin schon auf dem Heimweg. Oh, wirklich? Das ist aber schade. Es tut mir inständig leid. Morgen werden wir uns ja sowieso während des Kulturfests sehen, also... Ist das in Ordnung, oder? Natürlich. Sayori strahlt vor sich hin. Nun denn. Wir sehen uns morgen. Eindeutig verlegen eilt Juri davon. Sayori winkt ihr zum Abschied noch hinterher. Sayori, ich dachte, du wolltest heute nicht vorbeikommen. Haha, naja. Ich habe versucht, in meinem Zimmer zu bleiben, aber meine Fantasie war wirklich fies zu mir. Also musste ich rüberkommen und es mit eigenen Augen sehen. Was sehen? Worüber redest du da? Du weißt schon, wie viel Spaß du mit Juri hast. Und wie nah du ihr gekommen bist. Das macht mich wirklich glücklich. Oh, scheiße, hör auf, nein. Oh. Dass du so gute Freunde gefunden hast. Das ist alles, was für mich zählt. Nach und nach laufen immer mehr Tränen Sayori das Gesicht hinab. Das ist alles, was für mich zählt. Warum fühle ich mich so, Sensoras? Ich sollte mich für dich freuen. Warum fühlt es sich so an, als ob mein Herz zerrissen wird? Es tut so weh. Alles tut so weh. Es wäre so viel besser, wenn ich mich einfach in Luft auflösen könnte. Sayori, sagst du etwas nicht. Das ist die Wahrheit, Sensoras. Wenn ich nicht existieren würde, würdest du dein Mitgefühl nicht an mich verschwenden. Du müsstest meine Selbstsucht nicht ertragen. Monika hatte recht. Ich sollte einfach... Monika? Womit hat Monika recht? Sayori? Das, was ich gesagt habe, ist wahr. Ich lasse nicht zu, dass das weitergeht. Es macht mir nichts aus, mich um dich zu kümmern. Im Gegenteil, es macht mich glücklich. Das ist etwas, was ich gegen nichts an der Welt eintauschen möchte. Also selbst wenn es ein ganzes Leben lang dauert, ich werde so lange an deiner Seite sein, bis du keinen Schmerz mehr spürst. Aber... Sayori schaut mir nicht in die Augen. In der Hoffnung, dass es sie ein bisschen beruhigt wird, lege ich meine Hand auf ihre Schultern. Ich habe Angst, Sensoras. Ich habe wirklich Angst. Wovor hast du Angst, Sayori? Ich habe Angst, dass ich dich mehr mag, als du mich magst. Ja, ich wusste, dass es oft darauf hinausläuft. Und dann hat sie auch noch Depressionen. So eine Scheiße. Sayori, es stimmt, oder? Ich war schwach und habe begonnen, dich zu sehr zu mögen. Ich habe mir das selbst angetan. Sensoras, ich mag dich so sehr, dass ich sterben will. Oh, shit. So fühle ich mich. Und das reicht, Sayori. Ich will nicht, dass du dich noch mehr verletzt. Ich lasse meine Hand an Sayoris Arm hinuntergleiten und nehme ihre Hand in meine. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich gesagt habe, ich wüsste, was das Beste für dich ist? Glaubst du mir noch? Sie sagt zwar kein Wort, nickt mir jedoch zu. Selbst wenn du deine eigenen Gefühle nicht verstehst, ich weiß, dass du im Moment am allerwenigsten brauchst. Was du im Moment am allernotwendigsten brauchst. Und das werde ich dir geben. Ihr wollt mich verarschen, oder? Scheiße! Oh shit! 23:08 Uhr, das da ist es. Es ist beides scheiße. Jetzt zu sagen, ich liebe dich, obwohl er hinter der Yui her ist. Oder Yuri her ist. Und du wirst für immer meine beste Freundin sein. Jetzt ist die Frage, ist es, ich liebe dich darauf bezogen, dass er sie als Freundin mag oder als Freundin? Ihr kennt die zwei Unterschiede.
die Monika was damit zu tun? Irgendwas war doch mit der. Ich hab grad echt Schiss, was abgeht, ey. Ich hab grad echt Schiss davor, was zu drücken. Vor allem das Schlimme ist ja das, ne? Wir wissen nicht, was die Juri macht. Wir wissen nicht, ob sie denn auch irgendein Problem hat. Ich meine, sie steht auf dem Messer und das mit dem Arm. Wo sie sich den Arm hochgekrempelt hat und dann schnell wieder runter. Warte mal. Ja, die hat ja auch immer was Langärmliches an. Okay, die haben alle was Langärmliches an. Ah! Okay, wir sind wieder drin. So, jetzt am meisten brauchst du, dass die Dinge so sind, wie sie immer sind. Oh weh. Mir die Wahrheit erzählt. Sie hat mir erzählt, wie glücklich du warst, nachdem ich dem Club beigetreten bin. Ich weiß, dass du innerlich gerade mich mit wirklich schwierigen Gefühlen kämpfst. Aber bitte glaub mir, wenn ich sage, ich weiß, was am besten für dich ist und was dich im Endeffekt glücklich macht. Verspreche dir, dass ich dir helfen werde, die Dinge wieder so in Ordnung zu bringen, wie sie waren. Ich verstehe. Obwohl dir das Schmerzen auf Gesicht geschrieben steht, zwingt sie sich ein Lächeln auf. Haha. Fühlt es sich so an, wenn man in die Brust gestochen wird? Ich sollte ein Gedicht darüber schreiben. Sayori. Es ist in Ordnung. Es ist nur meine Bestrafung, erinnerst du dich? Weil ich so egoistisch bin. Also bitte, bitte mach dir keine Sorgen wegen diesen dummen Gefühlen. Ich weiß, dass du recht hast. Die ganze Zeit, dass dieser Weg kein gutes Ende hat. Deshalb bin ich hergekommen. Einfach damit ich die Antwort bekomme, die ich hören musste. Und noch was anderes. Du hast auch recht damit, dass ich einfach nur will, dass es wie es früher ist. Ich habe das endlich eingesehen. Du kennst mich wirklich besser als jeder andere in Soros. Ich werde dir bei allem vertrauen. Wirklich bei allem. Also. Zwangslänge nicht mehr aufrechterhalten. Plötzlich dreht sie sich von mir weg und fällt auf die Knie. Ah! Ihr Kopf mit beiden Händen umklammert, lässt sie einen nervenauftreibenden Schrei los. Schock weiß ich gar nicht, wie mir geschieht. Blickt mich über die Schulter noch einmal an und wirft mir ein müdes, leeres Lächeln zu, bevor sie schließlich aufspringt und davonläuft. Sayori. Vollkommen hilflos bleibe ich wie angewurzelt vor meinem Haus stehen. Warum fühle ich mich wegen dem Ganzen so schlecht? Es gab doch nichts mehr, was ich noch hätte tun können. Mehr so an ihrer Seite zu sein, sie nach dem besten Gewissen zu unterstützen und weder auf einen richtigen Pfad zu leiten, kann ich doch auch nicht machen. Viele Probleme damit, Sayuris Lage und Gefühle zu verstehen, wie ich sie. Und auch wenn ich mein Bestes gebe, ihr die Stütze zu geben, die sie braucht, kann ich nicht anders, als mich zu fragen, ob ich die Dinge nicht anders hätte angehen sollen oder ob noch mehr drin gewesen wäre. Ich weiß jetzt schon, dass mir solche Gedanken im Hinterkopf herumspuken werden, bis alles wieder so ist, wie es vorher war. Trotzdem werde ich auch weiterhin mein Bestes geben. Sayuri wird immer meine beste Freundin sein. Und ich werde alles Menschenmögliche dafür tun, wieder ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern zu können. Oh, Scheiße. Der Tag des Kulturfests ist gekommen. Eigentlich hätte ich fest damit gerechnet, dass ausgerechnet heute einer Tag sein wird, an dem ich mal mit Sayuri zusammen zur Schule gehen kann. Aber Sayuri geht nicht ans Telefon. Ich hatte erst überlegt, ob ich nicht einfach mal bei ihr vorbeischauen und sie aufwecken soll, mich aber dann doch dagegen entschieden. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte die Vorbereitung für unser kleines Event mittlerweile auch so gut wie abgeschlossen sein. Das Banner, an dem Juri und ich gestern noch gearbeitet haben, ist mittlerweile auch trocken. Ich habe es vorsichtig zusammengerollt und es mir unter den Arm geklemmt. Um zu verhindern, dass ich irgendwas vergesse, hat sie mir heute Morgen noch eine nette kleine Nachricht geschrieben. Amüsanderweise geht es mir quasi genau wie Natsuki, was unser Event an sich angeht. Ich freue mich eher darauf, dass es endlich vorbei ist, damit ich mehr Zeit mit Sayuri und Juri verbringen kann. Wobei es bestimmt noch eine Menge Spaß machen wird, da bin ich mir sicher. Immerhin hat Monika es organisiert. Sensoras, du bist heute der Erste hier. Danke, dass du so früh gekommen bist. Lustig, ich dachte, Juri wäre vor mir hier. Monika ist damit beschäftigt, alleine Heftchen auf dem Tisch des Klassenraums zu platzieren. Das müssen die Flyer mit unseren Gedichten drauf sein, die sie in den letzten Tagen vorbereitet hat. Am Ende habe ich mir einfach online irgendein Gedicht, das Monika vielleicht gefallen könnte, herausgesucht und eingereicht. Danach wird es natürlich auch das Gedicht sein, das ich vortragen werde. Mich wundert es ein bisschen, dass du nicht mit Sayuri gekommen bist. Ja, sie hat wieder verschlafen. Dieser Dummkopf. Zumindest an wichtigen Tagen können sie ruhig mal aufkommen. Dann musste ich schlagartig an was denken, was mir Sayori gestern anvertraut hat. Und plötzlich fühlte ich mich wie der größte Arsch auf Erden, da ich weiß, dass es für sie alles andere als leicht ist.
Ich habe es nur so formuliert, weil ich in der Vergangenheit immer noch so gedacht habe. Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hätte ich sie vielleicht doch aufwecken sollen. Haha. Solltest vielleicht doch ein bisschen mehr Verantwortung dafür für sie übernehmen, Sensoras. Ich meine, gerade in Bezug auf das, was sie dir gestern anvertraut hat und so. Glaubst du nicht auch, dass du sie heute Morgen ein bisschen hängen gelassen hast? Was sie mir anvertraut hat? Monika, du weißt davon? Natürlich tue ich das. Ich bin ja schließlich nicht umsonst die Präsidentin unseres Clubs. Aber ich stand nicht peinlich berührt vor mich hin. Hat Sayuri ihr wirklich so schnell davon erzählt, wie ich ihr im Endeffekt mal einen Korb gegeben habe? Das lässt mich jetzt nicht gerade damit gut Licht dastehen. Aber andererseits weiß ich doch, was das Beste für sie ist, nicht wahr? Echt jetzt? Du kennst nicht mal die ganze Geschichte, also mach dir darüber mal keine Sorgen. Ich weiß vermutlich wesentlich mehr, als du denkst. Hä? Und ich wie eh und je, aber aus irgendeinem Grund lief mir gerade ein eiskalter Schauer über den Rücken runter. Oh. Die macht mir genauso Angst mittlerweile. Hey, warum schaust du dir nicht mal die Broschüren an? Die sind echt gut geworden. Ja, klar. Ich schnappe mir eins der auf dem Tisch liegenden Heftchen. Ah, die sind wirklich gut geworden. Die werden uns sicher dabei helfen, neue Mitglieder zu finden. Ja, das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ich blättere nach und nach durch die Seiten. Jedes Gedicht von uns wurde sauber und ordentlich auf eine eigene Seite gedruckt, was dem Ganzen fast schon ein richtiges professionelles Flair verleiht. Natsuki und Judiths Gedichte erkenne ich sofort wieder. Es sind die gleichen, die sie auch letzte Woche bei unserer kleinen Übung vorgetragen haben. Was ist das? Ich habe weiter zu Sayuris Gedicht geblättert. Eindeutig nicht das Gedicht, das sie mit uns zusammen geübt hat. Tatsächlich habe ich es sogar noch nie zuvor gelesen. Und sowas druckt die ab, Alter, bist du bescheuert? Verschwinde aus meinem Kopf. 2, 4, wow. Verschwinde aus meinem Kopf. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich tue, woran ich weiß, dass es das Beste für dich ist. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich auf alles höre, was sie zu mir gesagt hat. Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich dir zeige, wie sehr ich dich liebe. Oh mein Gott, es ist keine Musik dabei, ne? Verschwinde aus meinem Kopf, bevor ich dieses Gedicht beende. Aber ein Gedicht ist nie wirklich beendet, es hört nur auf, sich zu bewegen. Ah, was ist das? Beim Lesen des Gedichts hat sich in mir ein ganz mulmiges Gefühl ausgebreitet. Sind so das? Stimmt was nicht? Nichts. Alles in diesem Gedicht fühlt sich komplett anders an als das, was Sayuri sonst geschrieben hat. Aber was noch viel wichtiger ist, ich habe meine Meinung geändert. Ich hole Sayuri schnell. Ah, oh, alles klar. Trödel aber nicht zu sehr rum, okay? Geschwind eilig aus dem Klassenraum und überanstreng dich nicht. Ruft mir Monika noch hinterher. Besorgt lege ich noch einen Zahn zu. Oh mein Gott, was zur Hölle habe ich mir dabei gedacht? Ich hätte mir für Sayuri wirklich ein bisschen mehr Mühe geben können. Es ist keine. Okay, die Musik ist noch da. Oh mein Gott. Ein paar Minuten auf sie zu warten oder sie aufzuwecken, allein schon etwas so Sinnes wie zusammen mit ihr zur Schule zu gehen, hat sie immer glücklich gemacht. Davon mal abgesehen, habe ich ihr doch erst gestern noch gesagt, dass sich die Dinge zwischen uns nicht ändern werden. Alles, was sie braucht, und genau das werde ich auch geben. Ich erreiche ihr Haus und klopfe nervös an die Tür. Mit einer Antwort rechne ich erst gar nicht, da sie auch nichts ans Telefon geht. Gestern lasse ich mich selbst herein. Oh Gott, Sayuri? Sie ist ja wirklich eine ganz schöne Schlafmütze. Ich schlucke. Kaum zu glauben, dass ich das jetzt wirklich machen werde. Sie einfach so in ihrem eigenen Hause aufzuwecken. Wäre das nicht eher etwas, was ihren Freund für sie tun würde oder so? Naja, wie dem auch sei. Es fühlt sich in diesem Moment einfach richtig an. Ich stehe außerhalb ihres Zimmers und lasse sie mit einem Klopfen wissen, dass ich da bin. Sayuri? Wach auf, du Dummkopf. Sie antwortet mir nicht. Eigentlich habe ich gehofft, nicht einfach so ihr Zimmer reinplatzen zu müssen. Ist das nicht einfach so ein Bruch ihrer Privatsphäre? Ist mir. Also mein Herz klopft gerade voll, aber sie lässt mir nicht wirklich eine andere Wahl. Ich öffne vorsichtig ihre Türe. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Ist das ein Albtraum? Das muss einer sein. Das kann doch jetzt nicht wirklich passiert sein. Nie im Leben ist das jetzt wirklich so passiert. Sayuri würde so etwas niemals tun. Vor ein paar Tagen war doch noch alles wie immer. Deswegen kann ich gar nicht glauben, was hier gerade vor meinen Augen passiert ist. Ich muss mich zusammenreißen, um mich nicht zu übergeben. Erst gestern noch habe ich Sayuri gesagt, dass ich für sie da sein werde. Dass ich weiß, was das Beste für sie ist. Dass jetzt alles wieder gut werden wird. Warum also? Warum hat sie das getan? Nur so hilflos sein. Was habe ich falsch gemacht? Ihr einen Korb zu geben?
Das muss das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Ihr verzweifelter Schmerzensschrei hallt immer noch durch meinen Kopf. Wie konnte ich ihr das nur antun, wenn sie mich doch gerade in diesem Moment so gebraucht hätte? War ich nur so egoistisch? Das ist alles meine Schuld. Tausend Ideen schwirren in meinem Kopf herum, wie ich das hätte verhindern können. Wenn nur mehr Zeit mit ihr verbracht hätte. Wenn ihr zur Schule gegangen wäre. Wenn ihr ihre Beziehung gegeben hätte, die sie sich so sehr von mir erhofft hätte. Dann hätte ich das verhindern können. Ich weiß, dass ich es hätte verhindern können. Scheiß auf den Literaturclub. Scheiß auf das Kulturfest. Ich habe gerade meine beste Freundin verloren. Jemand, mit dem ich zusammen aufgewachsen bin. Sie ist jetzt für immer fort. Es gibt nichts, was sie wieder zu... Alter, diese Musik. Was sie zurückbringen kann. Das ist kein bescheuertes Spiel, in dem ich einfach einen anderen Spielstand laden und es nochmal probieren könnte. Nur eine Chance und ich habe versagt. Und diese Schuld werde ich jetzt den Rest meines Lebens mit mir herumtragen. Nichts in meinem Leben ist so viel wert wie ihres. Trotzdem konnte ich ihr nicht das geben, was sie vor mir gebraucht hat. Und jetzt werde ich sie niemals wiedersehen können. Niemals. 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 Oh mein Gott. Ich habe schon eine... Wobei, hier ist die Judy auch mit drin und die... Die sind jetzt alle da mit Nike mischen, ne? Vor der Ding ist nichts mehr übrig. Was? Ich kann meine Speicherstelle nicht laden. Aus dem Augenwinkel kann ich sehen, wie mir ein vollkommen aufgedrehtes Mädchen entgegenstürmt. Allen anscheinend nach schätze ich mich darum, dass sie rumgefuchtelt, bla bla bla. Niemand anderer als eine alte Nachbarin von mir, mit der ich schon seit meiner Kindheit befreundet bin. Ihr wisst schon, die Art von Freundschaft, die man heutzutage niemals wieder in dieser Form schließen könnte. Da sind wir auch immer zusammen zur Schule gegangen, aber seit dem Beginn der Oberschule hat sie immer und immer wieder verschlafen. Musste mir auf sie zu warten und wenn ich gerade so anschaue, wie sie mir in der Herd dackelt, fast dazu geneigt, einfach Reise auszunehmen und Fersengeld zu geben. Wartet am Zebrastreifen auf. Ja. Das Schlimmste dran, bla bla bla, Morgenstunden. Wenn ich unbedingt vom Pärchen- und Freundesgruppen allein zur Schule marschieren muss. Fuck. Das Schlimmste daran sind die Morgenstunden, wenn ich unbedingt von Pärchen und Freundesgruppen allein zur Schule marschieren muss. War schon immer so, ich war immer alleine. Ich rede mir zwar immer ein, dass es allmählich echt mal Zeit wird, ein paar Mädels oder so kennenzulernen, aber wirklich Motivation, einen Club beizutreten, habe ich auch nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin vollkommen zufrieden damit, meine Zeit mit Videospielen und Animes zu verschwenden. Zugegeben, es gibt sogar einen Anime-Club, aber seien wir doch mal ehrlich, Mädels wird es da auch nicht geben. Schultag war so langweilig wie eh und je. Bevor ich mich versah, war er auch schon wieder vorbei. Okay, er schaut wieder Gedanken verloren hin. Clubs. Es gibt wirklich keinen, an dem ich auch nur geringfügiges Interesse hätte. Mal ganz davon abgesehen, dass sie vermutlich viel mehr Aufwand bedeuten würden, als mir lieb wäre. Machen, schätze mal, dass ich keine andere Wahl habe, als mit einem Anime-Club anzufangen. Sind so das? Ah, scheiße, die Alte übernimmt das Spiel. Monika? Oh wow, ich hätte nie im Leben damit gerechnet, dich hier zu sehen. Das ist schon echt eine ganz schöne Weile her, was? Ah, ja, das stimmt. Monika wirft mir ein umwerfendes Lächeln zu. Wir kennen uns, naja, wenn man letztes Jahr in der gleichen Klasse gewesen sein kann, als durchgehen kann. Wirklich unterhalten haben wir uns aber so gut wie nie. Sie war schon damals ohne Frage als beliebteste Mädchen der Klasse. Intelligent, gut aussehen, sportlich. Oder um es kurz zu fassen, viel zu gut für mich. Das sind dieselben Sachen nochmal, ne? Sieht schon ein bisschen gut an. Warum bist du überhaupt hier? Ach, ich habe nur noch ein bisschen Kram für meinen Club Ausschau gehalten. Hast du vielleicht eine Ahnung, ob es hier Tonpapier gibt? Oder Marker? Sollte eigentlich alles im Schrank zu finden sein.
Du bist doch im Debattierclub, oder? Aha, was das angeht, das hat sich erledigt. Ich bin nicht mehr im Debattierclub. Echt jetzt? Du hast den Club verlassen? Ja. Um ehrlich zu sein, wurde mir das ganze Drama und allgemein das ganze Drumherum bei den großen Clubs einfach zu viel. Gefühlt ging es irgendwie nur darum, Gedanken mit Budget, Ruf oder irgendwelche Events zu machen. Und anstatt sich andauernd über diesen Kram zu streiten, mache ich jetzt lieber etwas, an dem ich auch persönliches Interesse habe. Bist du denn beigetreten? Keinem, hey. Ich habe nämlich meinen eigenen komplett neuen Club gegründet. Ein Literaturclub, um genau zu sein. Literatur? Klingt das nicht ein bisschen langweilig? Mit vielen Mitgliedern? Wie viele Mitglieder habt ihr aktuell? Hahaha, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber aktuell sind wir nur zu dritt. Scheiße, die waren vier. Nicht einfach Leute für etwas zu finden, das auf den ersten Blick so langweilig klingt. Nun, das denke ich mir. Aber dabei ist das überhaupt nicht langweilig, ganz im Gegenteil sogar. Literatur kann nahezu alles sein. Lesen, Schreiben, Poesie. Ich meine, eins meiner Mitglieder hat sogar ihren Manga-Sammlung in unserem Clubraum gelagert. Was, wirklich? Ja, ist schon irgendwie komisch, oder? Und sie beharrt auch immer darauf, dass Manga auch eine Form von Literatur sei. Wobei sie damit schon irgendwie recht hat, würde ich sagen. Und ein Mitglied schließt sich ein Mitglied, nicht wahr? Moment mal, hat Monika gerade wirklich sie gesagt? Sag mal, Sensoras, kann es sein, dass du rein zufällig vielleicht auch noch auf der Suche nach einem neuen Club bist? Ja, das schon, aber wenn das so ist, könntest du dich dann mit meinen kleinen Gefallen bitten? Ich möchte dich jetzt gar nicht dazu bringen, unbedingt beizutreten oder so, aber es würde mich wirklich glücklich machen, wenn du zumindest mal vorbeischauen würdest. Was meinst du? Naja, einen wirklichen Grund, ihr Anliegen abzulehnen, habe ich auch nicht. Wie könnte ich so jemand wie Monika jemals einen Wunsch ausschlagen? Klar, kann ich ja nicht schaden. Ah, wunderbar. Du bist wirklich ein ganz liebes Sensoras, weißt du das? Nicht der Rede wert. Wollen wir uns dann schon mal auf den Weg machen? Andere Zeug kann ich mir immer noch später kümmern. Du bist viel wichtiger. Okay. Meine ganze Speicherstelle ist weg, du dumme Sau. Heute tragen die Geschichtsbücher dafür ein, dass ich meine Seele an einem besaubernden Lächeln von Monika verkauft habe. Schüchtern folge ich Monika die Treppe hinauf ins Obergeschoss, dafür finden sich die Räume der Blablabla-Clubs. Ich bin wieder da und ich habe einen netten Gast mitgebracht. Ein Gast? Ernsthaft? Du hast einen Jungen mitgebracht? Und dir strahlt die Atmosphäre. Ja, jetzt sei doch nicht so Natsuki. So, willkommen in unserem Club. Blitz getroffen schlägt es mir die Sprache. Dieser Club ist voll von unglaublich hübschen Mädchen. Lass mich raten. Nein, bin ich nicht. Natsuki, das Mädchen mit der abweisenden Persönlichkeit, welches anscheinend Natsuki genannt wird, gehört zu denen, die ich nicht kenne. Könnten sie auch ohne weiteres als Erstklässlerin durchgehen? Nun gut, das ist Natsuki. Kann ich eigentlich irgendwas überspringen? Schön, dich. Sie ist jetzt die Vizepräsidentin. Schön, dich kennenzulernen. Der Bürger als Natsuki rüberkommt, scheint Probleme damit zu haben, mit ihren aktiven Persönlichkeit Schritt zu halten. Als ich eben nach Materialien gesucht habe, bin ich so, dass ich über den Weg gelaufen wäre, dann auf prompt dazu entschlossen, mal einen Blick auf unseren Club zu werfen. Toll, warte Monika, habe ich dir nicht gesagt, dass du mich im Voraus wissen lassen solltest, wenn du jemanden neuen mitbringst? Ich wollte nun, du weißt schon. Tut mir leid. Ich habe schon noch dran gedacht, aber ich wollte einfach die Gelegenheit beim Schopfe packen, weißt du? Können ich uns doch ein wenig Tee machen, oder? Oh, das wäre wirklich nett von dir. Kann ich da aufsetzen, Sensoras? Ein paar Schreibtische zusammengestellt, um das etwas ähnliches wie einen großen zusammenhängenden Tisch zu formen. Juri öffnet den Schrank in der Ecke des Klassenzimmers. In der Zwischenzeit haben Monika und Natsuki Platz genommen und schauen mich erwartungsvoll an. Ein bisschen überwältigt setze ich mich neben Monika. Geplant hat es, dir vorbeizuschauen, aber mach es dir trotzdem gemütlich und fühle dich wie zu Hause, okay? Als Präsidentin des Literaturclubs ist es schließlich meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sich jedes unserer Mitglieder wohlfühlt. Überrascht, dass ihr noch nicht mehr Mitglieder habt. Muss echt schwierig sein, einen neuen Club zu gründen. Kannst du laut sagen. Es gibt nicht viele Leute, die ein Interesse daran haben, etwas komplett Neues aus dem Boden zu stampfen. Gerade wenn es um etwas geht, was sich auf den ersten Blick nicht wirklich spannend anhört, wie eben Literatur. Ich will jetzt gerade nicht aufhören, ne? Aber es ist echt spät gerade, aber... Ich weiß nicht, ob wir jetzt das komplette Spiel nochmal durchgehen, aber gerade deswegen sind solche Events wie das Kulturfest unserer Schule umso wichtiger. Club machen können, findest du nicht auch, Natsuki? Nun, ich denke schon, wenn der noch ein bisschen zögerlich stimmt, ihr Natsuki dir noch zu. So unterschiedliche Mädchen und sie alle verfolgen das gleiche Ziel. Monika muss wirklich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt haben, um diese beiden zu finden. Auch Juri den Weg zurückgefunden und trägt dabei ein Teeservice. Vorsicht, gibt sie jedem von uns eine Tasse und stellt die Teekanne genau in unsere Mitte. Ihr bewahrt ein ganzes Teeservice in diesem Klassenzimmer auf? Keine Sorge, wir haben Erlaubnis. Lehrer, schätze schon. Einfach nur beeindruckend. Das ist nicht peinlich berührt, blickt Juri beschämt zur Seite. Ich wollte nur, du weißt schon. Ich glaub dir ja. Naja, Tee trinken und lesen ist für mich keine Freizeitbeschäftigung, aber er schmeckt mir zumindest. Dann bin ich ja erleichtert. Erleichterung hält sich ihre Miene wieder auf. Nun sind sowas. Welche Art von Literatur liest du gerne? Doujinsis?
Interesse daran zu haben. So, was sage ich denn da bitte? Warte mal, Einstellungen. Oh. Okay, das war jetzt, wo ich das gesagt habe, ne? Wir bleiben halt bei der. Ungelesener Text. Nein, habe ich jetzt ungelesenen Text übersprungen? Shit. Zum Ananatsuki, Juri und dann über Monika, obwohl ich mich wirklich glücklich damit werde, jeden Tag nach der Schule meine Freizeit und bla bla bla. Aura, Leid, Universum. Melancholie, Zorn, hemmungslos, furchterregend, ups, verletzt. Ich habe Angst vor dem Spiel, das macht mich gerade kaputt. Komm zurück, Sensora, schön zu sehen, dass du Reise ausgenommen hast. Du keine Sorgen, sprechen wir irgendwann wieder. Was war das? Ich hoffe sehr, dass die Pflicht nicht zu überwältigen ist. Ich hoffe, mir daraus nicht, du hast nicht gewohnt. Alter! Team, kein Lob. Du musstest doch schon mal Monika hergeschliffen werden. Ich weiß nicht, ob du was vorhast, einfach herzukommen und abzuhängen oder sowas. Warum spinnt das Spiel jetzt rum? Die steht vor dem blöden Display. Manga sagen möchte. Wie auch immer, nun dann Club ist und so. Buch zum Lesen. Mitglied. Oh, wenn er wirklich nur vergisst, was ich gerade gesagt habe. Nein, das ist nicht die, ich möchte ein Teil dieses Clubs sein. Bist du dir sicher? Ist einfach nur. Naja, als Vizepräsident und alles dachte ich, dass ich dir helfen sollte, etwas anzufangen, das du mögen könntest. Buch hervor. Buch herausgeführt, dass dir eventuell gefallen könnte. Es ist sehr kurz, also Laune halten. Ich ahne Schlimmes. Das ist doch nicht möglich. Wie kann sie denn jetzt bitte auf einmal so unglaublich niedlich sein? Nächstes Buch mich herausgesucht. Ich muss auf jeden Fall lesen. Puh, du kannst ein Tempo lesen. Ich freue mich schon, was du denkst. Getäuscht, hier wurde die Nase tief im Buch gesteckt. Scheint beschäftigt zu sein. Mehr mit Juri reden, aber andererseits möchte ich auch nicht vom Lesen abhalten. Was sie mir ausgeliehen hat, nicht zu vergessen. Ah, oh, das ist das die Nase, die für ein Buch steckt, tut mir leid. Ich schäfe vor mich hin. Wenn es konzentriert gewesen, hätte ich vermutlich gar nichts erst bemerkt. Nicht gemeint. Gekauft, okay. Spannende Geschichte. Nun ja, Porträt von Makarov. Unheilvolles Auge. Einfach gesagt geht es um dieses religiöse Camp, das in einem
Das hat sie vorhin anders erzählt. Einfach gesagt, es ist hier um ein religiöses Camp, das in einem Gefängnis für Experimente an Menschen umgewandelt wurde. Haben diese Eigenschaft, welche sie in Killermaschinen verwandelt, die nach Blut lüsten. Schlimmer, und sie beginnen damit, Menschen zu selektiv zu züchten, indem sie Gliedmaßen abtrennen und diese... Oh, ich möchte nicht spoilern. Das ist jetzt gegen dem, was sie als erstes erzählt hat, ziemlich extrem geworden. Nicht auf abgetrennte Gliedmaßen, das ist ja echt ganz schön düster, nicht wahr? Im ersten Moment hat sich noch eine ganz normale Geschichte angehört. Kein Fan solcher Geschichten? Nein, das ist es nicht. Ich kann auch solche Geschichten dadurch aus genießen, also mach dir darüber mal keine Sorgen. Dinge abfährt. Wenn schreckliche Dinge nicht geschehen, nur weil jemand Böses sein möchte, sondern weil die Welt voller widerwärtiger Menschen ist und wir alle sowieso nur einen Dreck wert sind. Plötzlich... Oh, ich schweife ab, nicht wahr? Schon wieder, es tut mir wirklich leid. Nicht entschuldigen, ich habe mein Interesse kein bisschen verloren. Problem habe, wenn ich Dinge wie Bücher... Nein! Falls ich irgendwas Eigenartiges, bitte halt mich auf, wenn ich... Das ist, ich glaube... Ah, das. Nun, das stimmt. Das ist eine unausweichliche Tatsache. Alter! Das erschreckt mich, Mann. Das ist nicht mal ein verdammtes. Gut, es ist auch ein Horrorspiel irgendwie, aber. Ich meine, du musst nicht, aber. Was ist los mit dir? Noch mal kurz das Buch holen. Können wir mal hinsetzen. Direkt neben sie. Ah, okay. Ja, sicher. Bisschen besorgt aus. Entschuldige. Nicht wollen würde, ich bin es nur nicht gewohnt. Okay. Ich schlage mir bewusst, dass es der Gegenwart einer Person angeht, fühlt sich was so an. Augenwinkel, schnell wird mir klar, ich schaue zu ihr rüber. Verzeih. Okay, das war das und ich bin trotzdem wieder erschrocken. Die Scheiße. Warte mal, wenn sie auftaucht. Verzeih. Warte mal, das geht automatisch weg. Oh, ihr kleinen Pisser, Alter. Tue ich das? Ich mache es nicht mit Absicht. Sorry. Ich meine... Haha. So, jetzt soll das doch gehen, oder? Okay, jetzt kommt das Bild. Was passiert jetzt? Ah, schätze ja. Lesen zu kommen, beugen wir uns ein wenig vor, wobei ich fast die Schulter berühre. Ich gucke meine rechte Hand und halte es offen. Hier. Linken Seite fest. Ah. Ich tue es mir in der rechten Hand, bla bla bla. Die Position mal anschaue, sind wir uns jetzt sogar wesentlich näher. Sogar die Wärme spüren. Jetzt schaut sie mich an. Entschuldigung, ich war aber ein bisschen abgelenkt. Keine Ahnung, wie ich irgendwas mithalten könnte. Ah, schon okay. Nicht am Lesen gewohnt. Ich bin gerade total durch, Alter, weil ich ganz bloß beobachte, ob irgendwas passiert. Spiel. Hey Juri, das ist vielleicht nur ein Glück, aber Produktion ruhig nämlich ein wenig an dich. Hab nichts mit der gemeinsam. Warte mal, sie reagiert auch komplett anders, ne? Nichts mit der gemeinsam. Definitiv nicht. Wirklich nicht? Sie zweifelt aber auch immer an dem, was sie sagt und so. Ah, was meintest du? Sorry. Ich dachte, du meintest etwas anderes. Was anderes? Egal. Sie hat eine leicht andere Persönlichkeit, ne? Soweit sind wir nicht mal. Deswegen weiß ich gar nicht, wie mir das in den Sinn kam. Hahaha. Juri, ist alles in Ordnung mit dir? War irgendwie, was die ganze Zeit über sogar lesen, merkwürdig unruhig und aufgekratzt. Ein wenig ausruhen, wenn es dir nicht gut geht. Deine Atmung ist auch ein wenig. Meine Atmung?
Juli legt ihre Hände auf ihre Brust, ganz so, als ob sie ihren Herzschlag und ihre Atmung kontrollieren möchte. Ich habe es nicht mehr gemerkt, wie auch immer. Mir geht's gut. Ich brauche nur etwas Wasser. Alles klar, übertreib's halt nur nicht. Auf und sprinte fast schon aus dem Klassenzimmer. Was zur Hölle? Sind so das? Ist gerade irgendwas zwischen euch vorgefallen? Hä? Ich habe keinen Plan. Juli hat sich ein bisschen komisch benommen. Du weißt also auch nichts, hm? Nicht wirklich, tut mir leid. Dir Sorgen um sie? Oh, nein, nicht wirklich. Ich wollte nur sicherstellen, dass du nichts Böses angestellt hast. Nein, habe ich nicht. Aha, ich weiß ich doch. Ich mache doch nur Spaß, Dummerchen. Ich soll ab und zu mal ein bisschen komisch drauf. Das ist was ganz Normales für sie. Das ist ja Wissen. Fangen unsere Gesichter auszutauschen, hä? Sollen wir nicht auf Juli warten? Na, wer weiß, wie lange sie noch brauchen wird. Von daher dachte ich, dass sie gewiss nicht schaden könnte, zumindest schon einmal anzufangen. Wäre das okay für dich? Ja, okay, war nur eine Frage. Schließlich stehe ich auf, wie seit wir waren, und packe das Buch dann vorsichtig in die Tasche. Oh Gott, ich ahne Schreckliches. Mit Monika Anfang gestern hat sie ein eindeutiges Interesse an meinen Gedichten gezeigt und ich möchte ihr versichern, dass ich es ernst meine. Wieso gestern? Sehe es soweit. Und was freut mich doch zu hören. Den für unseren Club haben solltest. Ist klar. Gedicht mit mir teilen. Bisschen peinlich, aber mir blieb wohl keine andere Wahl. Und keine Sorge. Entschuldigung, ne, ich überspringe das, weil das ist alles schon mal gewesen. Und wenn wir das alles nochmal durchlesen, kann es sein, dass es alles nochmal 10 Stunden geht. Kleinen Mentalblocker wird schon bald hinter uns lassen werden. Ja, das stimmt. Hm, tolle Arbeit. Okay, das, ja, ich habe mir nur wow gedacht, dass ich es gelesen habe. Metaphorisch, dass du mit so etwas Tiefes anfangen würdest. Nicht unterschätzen sollen. Gut funktioniert zu haben. Dir ist aber schon klar, dass Juli genau diese Art zu schreiben mag, nicht wahr? Wenn die Worte voller Bildsprache und Symbolik sind. Manchmal fühlt es sich so an, als ob Juli jeden Bezug zur Realität verloren hätte. Und das meine ich jetzt gar nicht negativ oder so. Aber das Gefühl nicht los, dass sie komplett den Glauben an ihre Mitmenschen verloren hat. Das ist auch komplett anders. In diesen Gedanken verbringen muss das wohl ein ziemlich interessanter Ort sein, aber ich schätze mal, dass sie deswegen auch nicht immer so glücklich wirken, wenn man einigermaßen nett zu ihr ist. Ansatzweise gewohnt ist. Sie muss sich wirklich nach sozialer Interaktion sehen, von daher sieh ihr bitte nach, wenn sie ein bisschen übereifrig ist. So wie eben zum Beispiel, das ist ganz normal für sie. Wenn sie ein bisschen zu erregt ist, sucht sie das weit und will erstmal für ein paar Minuten allein sein. Öffnet sich die Tür im Klassenraum. Juli? Oh, ich dachte, jetzt irgendwas passiert. Bin wieder da. Habe ich irgendwas verpasst? Nein, nicht wirklich. Wir haben nur schon mal damit angefangen, unsere Geschichte miteinander zu teilen. Hm? Schon? Tut mir leid, dass ich zu spät gekommen bin. Nein, nein, du brauchst dich dafür nicht zu entschuldigen. Ist doch noch immer früh am Tag, von daher freut es mich, dass du dir so viel Zeit genommen hast, wie du brauchst. Verstanden. Danke, Monika. Dann würde ich sagen, ich gehe mal mein Gedicht holen. Dem auch sei, möchtest du jetzt mal dein Gedicht lesen? Keine Sorge, es ist nicht wirklich gut. Ich habe Angst. Für jemanden, der sich selbst behauptet, nicht gerade gut zu sein, klingst du ja ziemlich zuversichtlich. Naja, als Präsidentin muss ich... Okay, aber soll ich nicht deuten, bla bla bla. Mal anzulesen. Loch in der Wand, aber er sah mich nicht an. Hektische Umgebungsschweifen. Unterhalten sie sich, wenn der Luft... Die Arme verschwinden langsam von meiner Lunge reicht. Ich werde panisch. Das ist anders wie das erste. Loch in der Wand, aber es sah mich nicht an. Verwirrt lasse ich meinen Blick hektisch über meine Umgebung schweifen, aber meine verbrannten Augen können keine Farben mehr erkennen. Sind noch andere Leute in diesem Raum? Unterhalten sie sich? Oder sind sie einfach nur simple Gedichte geschrieben auf dünnem Papier, die ein Gekitzel meinen Ohren einen gemeinen Streich spielt? Der Raum beginnt sich zu krümmen. Die Wände kommen immer näher. Die Luft, die ich atme, verschwindet lange, bevor sie meine Lungen erreicht. Ich werde panisch. Es muss doch einen Weg hinausgeben. Hier muss es sein und genau hier steht er. Meine Ängste unterdrückt, greife ich zu meinem Stift. Na, wie fandest du es? Hm, ist sehr frei geschrieben, wenn man das so sagen kann. Entschuldige, aber ich bin nicht wirklich richtige Person, um sowas zu beurteilen. Ist schon in Ordnung. Stil ziemlich populär. Also mit Abstand und Timing wird da das Übliche. Ich weiß nicht genau, wie ich das am besten formulieren soll. Vielleicht damit, dass ich vor kurzem so eine Art Offenbarung hatte. Ein bisschen schwierig, solche Themen zu reden. Tipp. Okay, das ist das vorige.
Mein Gedicht liest, kann ich eindeutig erkennen, dass sich ihr zunächst zoischer Blick ziemlich erwärmt hat. Außergewöhnlich. Hä, wie bitte? Habe ich das gerade laut gesagt? Überraschend steckt sie ihre Hand vor den Mund. Er wird mich dafür hassen. Du hast das wirklich nichts falsch gemacht, Yuri. Ich schätze, du hast recht. Bist du nervös geworden? Aha, Yuri atmet tief durch. Sag, über wie viel Erfahrung besitzt du bereits? Erste Mal. Warum konnte ich das jetzt überspringen? Was zur Hölle war das jetzt? Geh ich nach Hause. Was? Jetzt fies. Was sagst du? Ich bin dämlich. Warte mal, wir müssen nochmal laden. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt gerade stinklangweilig, aber was zur Hölle geht mit dem Spiel ab, Alter? Das hat doch gut gemacht, oder? Geist in dem Licht, das ist doch dasselbe. Das passiert kein zweites Mal. Dasselbe. Ah ja, jetzt ist Überspringen auch wieder weg, ne? Also bei gleichen Sachen kann ich einfach überspringen. Nicht, weil du von den Schreibkürze nie mithalten. Literaturclub seufzt. Notizbuch zu schreiben. Verstohlen stelle ich zu Yuri und Natsuki hinüber. Gedichte aus. Während beide ihre Lektüre vertiefen, kann ich die Beobachtung ihre Miene ändern. Zieht Natsuki ihre Augenbrauen zusammen. Yuri hingegen lächelt einfach nur mittelalterlich vor sich hin. Was soll diese Sprache? Ach nichts. Lieblos legt Natsuki das Gedicht zurück auf den Tisch. Ich glaube, man könnte sagen, es ist schick. Ah, danke. Deins ist niedlich. Niedlich? Hast du das Symbolik überhaupt bemerkt? Definitiv, um das Gefühl aufzugeben. Wie kann das niedlich sein? Das weiß ich. Ich meine nur die Sprache, denke ich. Ich habe versucht, etwas Nettes zu sagen. Worte zu finden. Danke, aber es ist gut rübergekommen. Ein paar Vorschläge. Nach Vorschlägen gesucht hätte, würde ich jemanden fragen, dem es gefallen hat. Ich mag nebenbei bemerkt. Monika mag es. Und so das ebenso. Auf diese Grundlagen gebe ich dir gerne ein paar Tipps. Als erstes verzeih. Ich weiß das Angebot sehr zu schätzen, jedoch habe ich mal eine lange Zeit damit verbracht, meinen eigenen Schreibstil zu entwickeln. Nicht eintrafen. Außerdem mochte ich Sensoras mein Gedicht ebenfalls. Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass du so intensiv damit beschäftigt bist, ein neues Mitglied zu beeindrucken. Ist nicht. Du bist doch nur. Vielleicht bist du nur eifersüchtig, dass du meine Ratschläge mehr zu schätzen weißt als deine. Ja, und woher weißt du, dass er meinen Rat nicht mehr schätzt? Eingebildet würde ich die Kraft versuchen, alles, was ich tue, überheblich niedlich dastehen zu lassen. Weißt du was? Magischerweise nur mal größer wurde, als du so das hier bist. Natsuki, das geht ein bisschen zu. Halt dich da raus. Hier kommen muss ich mir wohl stimmen. Möchte gern schlapp. Siehst du? Ich kräfte meinen Stammbuch doch nur. Abschluss der Mittelschule ist irgendwie. Mit einer ekelhaften Einstellung zu belästigen. Persönlichkeit ausgleichen, indem du so tust, als wärst du niedlich.
Einzige Niedliche an dir ist, wie sehr du es versuchst. Aber sei vorsichtig, sonst schneide ich dich nur selbst damit, Yuri. Oh, mein Fehler, das wusste du doch schon, nicht wahr? Hast du mich gerade etwa des Ritzens beschuldigt? Was zur verfickten Hölle läuft in deinem Hirn bloß verkehrt? Ja, mach weiter. Lass den Soras alles hören, was du dazu wirklich denkst. Ich bin mir sicher, dass er sich danach über Hals über Kopf nicht verlieben wird. Ah, wie vom Blitz getroffen, dreht sich Yuri auf einmal zu mir um, ganz so, als ob sie jetzt klar geworden ist, dass ich auch noch da bin. Das ist Soras, sie versucht nur, mich gleich dastehen zu lassen. Das ist nicht wahr. Nummer größer. Unsicherheit ist da dazulassen, du handelst kindisch, wie du aussiehst. Möchte gern Schlampe wie dir kommt, dann muss es ja wohl stimmen. Möchte gern Schlampe? Sie hat damit angefangen. Ich kann das nicht lesen. Oh shit, ihr Mistkerle, Alter. Diese Ärsche, die legen mir gerade eine Falle. Ich kann es unten nicht schauen. Ich könnte ein Arsch sein und meine Aufnahme anschauen, ne? Oh Gott. Oh Gott, dieses Spiel. Ich weiß es nicht. Hallo? Ich habe Angst. Hey, sind Soras, warum schnappen wir nicht ein bisschen frische Luft? Das wäre doch was. Das Ganze tut mir echt leid, sie hätten dich nun wirklich nicht mit reinziehen brauchen. Aber ich glaube, es ist besser, sich da einfach rauszuhalten. Wir können ja wieder reingehen, wenn die beiden fertig sind. Haha, ein toller Präsident bin ich, was? Und mich mal einen Streit zwischen meinen eigenen Clubmitgliedern beschwichtigen. Ich wünschte, dass ich zumindest ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen hätte. Ich kann mich einfach nicht dazu bringen, die Dinge beim Namen zu nennen und meine Autorität durchzusetzen. Du verstehst, was ich meine, oder? Aber wie dem auch sei, sie dazu führen soll, dass du weniger Zeit mit den anderen verbringen möchtest, dann ist das auch okay. Mich wirklich darüber freuen, wenn du deine Zeit stattdessen mit mir verbringen würdest. Plötzlich reißt Natsuki die Tür auf und stürmt aus dem Klassenzimmer. Blitzschnell eilt sie davon. Ach ja je. Wie es aussieht, sind sie wohl fertig. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Das Geschichte in den Händen verborgen, wirbt Yuri auf ihrem Stuhl vor und zurück. Yuri? Ich wollte das nicht. Ich glaube dir. Ich habe keine Ahnung, was Yuri zu Natsuki gesagt haben könnte oder was sie mit ihr angestellt hat. Soras? Bitte hasst mich nicht. Bitte. So bin ich gar nicht. Heute stimmt irgendwas nicht mit mir. Nur keine Sorge, Yuri. Wir wissen beide, dass du es nicht so gemeint hast. Außerdem bin ich mir sicher, dass Natsuki das morgen schon wieder komplett vergessen hat. Oh mein Gott. Und zwar zu 100%. Aber naja, unser Treffen ist damit für heute beendet, also könnt ihr dann gerne nach Hause gehen, wenn ihr wollt. Yuri schaut mich an, als ob sie mir etwas mitteilen wollte. Gleichzeitig blickt sie jedoch immer wieder verstohlen zu Monika hinüber. Du kannst schon mal gehen, Monika. Ich würde gerne noch ein wenig länger bleiben. Da ich hier die Verantwortung trage, sollte ich auch die Letzte sein, die geht. Ich warte einfach, bis du fertig bist. Nun, ich bin Vizepräsidentin, also bitte überlass mir heute die Verantwortung. Das klingt ja fast so, als ob du mich loswerden wollen würdest, Yuri. So meine ich das gar nicht. So meinte ich das nicht. Ich hatte bisher nur keine Möglichkeit, mein Buch mit Sensoras zu diskutieren. Es wäre mir halt peinlich, wenn du zuhören würdest. Das läuft's. Nun gut, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, was? Entschuldige, dass ich Unannehmlichkeiten bereite. Doch ich weiß dann... dieses Missstück.
Kann es sein, dass da nichts mehr dabei ist, was für die andere ist? Moment. Was soll das jetzt sein? Landschaft, Narben. Sternenmeer. Erinnerung, Friedhof. Oh, fuck you, Alter, wirklich? Das Spiel macht mich kaputt, Alter. Scheiße. Warte mal, wir sind schon bei 20, oder? Weiterer Tag ist vergangen, ist wieder einmal Zeit für den Clubtreffen gekommen. Im Laufe der letzten paar Tage habe ich mich hier mittlerweile einigermaßen eingelebt. In einer allzu vertrauten Szene begrüßt. Willkommen zurück, Sensoras. Ah, hey, Yuri. Sorgt ein Gesichtsausdruck, aber der Schatten des gestrigen Streits scheint immer noch über dem gesamten Club zu hängen. Verstohlen den Blick über die Schultern und schaut sich im Raum um. Natsuki sitzt an einem Tisch und liest Mangas. Gegen ist jedoch noch keine Spur zu sehen. Plötzlich schnappt sich Yuri meinen Arm und zieht mich ans Ende des Raumes. Wegen gestern. Ich muss mich wirklich entschuldigen. Noch nie ist so etwas vorgefallen. Und irgendwie muss ich über mich gekommen sein, schätze ich. Ich war mental nicht ganz stabil. Bitte denk nicht, dass wir uns normalerweise genauso verhalten. Nicht nur ich, Natsuki ebenfalls. Yuri, ich bin froh, dass du Rücksicht genommen hast und dich entschuldigt hast. Du musst dir nicht so viele Sorgen darüber machen. Obwohl ich noch nicht lange dabei bin, wusste ich, dass gestern irgendwas nicht in Ordnung war. Vielleicht waren wir aber auch einfach ein wenig übersensibel, weil es doch unsere ersten Gedichte waren. Aber was auch immer der Grund war, ich halte von dir noch immer genauso viel wie vorher. Und ich habe schon vor langer Zeit einen Entschluss gefällt, dass du kein schlechter Mensch bist. Und jetzt, wo du dich entschuldigst, weiß ich auch, dass du es nicht so gemeint hast. Ah, Sensoras? Sag doch sowas nicht, einfach frei heraus. Sonst macht mich viel zu aufgeregt. Ich freue mich wirklich, dass du so ein verständnisvoller Mensch bist. Und ich bin wirklich dankbar für deinen Beitritt zum Club. Alles mit dir ist ein wenig schöner und... Ah, entschuldige, was rede ich da nur? Ich... Hey, habt ihr Monika gesehen? Ah, nein, habe ich nicht. Ich frage mich auch schon, wo sie ist. Mann, Juli, ich nehme an, du auch nicht? Juli ist eindeutig ziemlich perplex darüber, was ein Rünatzke sie angesprochen hat. Oh, scheiße. Der Monika ihre Aussage, dass sie es am nächsten Tag zu 100% vergessen hat. Nein, habe ich nicht. Gott, das ist sehr untypisch für sie. Ich weiß, dass es dämlich ist, aber ich kann nicht anders, als mir ein bisschen Sorgen um sie zu machen. Was? Warum sieht ihr mich so an? Natsuki wegen gestern. Ich wollte mich nur entschuldigen. Ich habe nichts von dem, was ich gesagt habe, ernst gemeint versprochen. Und ich werde mein Bestes tun, um mich von nun an zu beherrschen. Also, Rudi, wovon zur Hölle redest du? Hast du gestern irgendwas getan? Hm? Gott. Was immer du dir denkst, ich bin sicher, es war nichts. Ich erinnere mich nicht einmal an etwas Schlimmes. Du gehörst zu diesen Menschen, die sich selbst um die kleinsten Dinge zu viele Sorgen machen, nicht wahr? Aber ich werde deine Entschuldigung trotzdem akzeptieren, wenn es dir hilft, dich besser zu fühlen. Außerdem ist es nett zu hören, dass ich immer Angst hatte, dass du mich heimlich hasst oder so. Hehe. Nein, überhaupt nicht. Ich hasse dich nicht. Haha. Nun, bist du irgendwie komisch, aber ich hasse dich auch nicht. Natsuki dreht sich zu mir um. Du bist aber nach wie vor auf Probe. Hey. Plötzlich wird die Tür zum Klassenzimmer aufgerissen. Sorry Leute, tut mir echt leid. Ah, da bist du ja. Zu spät kommen, es ging leider nicht anders. Hoffentlich habt ihr euch keine Sorgen gemacht. Na, wobei, Natsuki schon. Hab ich nicht. Wow, warst du das überhaupt so lange? Ich hatte bis gerade eben noch Freistunde. Und anscheinend wohl einfach die komplette Zeit aus den Augen verloren. Haha, das macht aber keinen Sinn. Du hättest zumindest die Glocke hören müssen. Wir werden das Klavierspielen total überhört haben. Klavier? Dass du auch noch ein Instrument spielst, Monika? Spiel mir vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Ich übe jetzt zwar schon seit einer Weile, aber jetzt wirklich gut bin noch lange nicht. Trotzdem. Das muss viel Hingabe erfordern. Ich bin immer noch beeindruckt. Ah, vielen Dank, Yuri. Du solltest irgendwann mal für uns spielen. Ah, was das angeht? Monika wirft mir einen Blick zu. Ich arbeite jetzt schon seit geraumer Zeit an einem Lied, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis ich damit fertig bin. Das durchaus machen, aber erst, wenn ich besser geworden bin. Hört sich cool an. Ich freue mich schon drauf. Oh, wirklich? In dem Fall werde ich dich nicht enttäuschen, Sensoras. Monikas Lächeln ist absolut umwerfend. Ah, ich wollte dich nicht unter Druck setzen oder so. Ah, nur keine Sorge. Ich von Anfang an geplant, als einen willigen Audienz vorzuspielen, von daher...
Und wo sind die anderen plötzlich hin? Der Grund ist dafür, dass ich in letzter Zeit so viel geübt habe. Ah ja? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich Monika damit auf den ganzen Club oder nur auf mich bezogen hat. Wenn dem das so ist, viel Glück. Dankeschön. Jetzt habe ich nichts Wichtiges verpasst, oder? Nein, nicht wirklich. Beste, das Thema von ihm erstmal in Ruhen zu lassen. Außerdem ist Natsuki mittlerweile eh wieder im Schrank verschwunden. Und Soras, Schmeichelungen in gute Stimmung gebracht haben. Mich gefragt, ob wir heute nicht ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Im Club meine ich. Ja, na klar, das hatte ich sowieso vor. Okay, können wir anfangen? Lass uns einen Platz zum Sitzen finden und... Ah, ich bin ein wenig so aufdringlich, habe ich recht? Entschuldige bitte. Mein Herz will nur aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht aufhören zu klopfen. Mach dir keine Sorgen. Um ehrlich zu sein, freut es mich sogar, wenn du so viel Energie hast. Genau. Aber ich muss dennoch versuchen, mich zu beruhigen. Mich gar nicht aufs Lesen fokussieren. Nur keine Eile. Yuri atmet einmal ganz tief durch und holt dann das Buch aus ihrer Tasche. Ich eine Bitte. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich erst etwas Tee zubereite? Nope. Okay, Leute, ich muss jetzt wirklich aufhören. Ich kotze mich gerade an, dass ich die Stimmung jetzt dabei zerstören muss. Ich hätte halt früher anfangen sollen. Oh, so eine Scheiße. Aber ich bedanke mich jetzt an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Wir haben jetzt da, glaube ich, 3 oder 4 Stunden am Stück aufgenommen. Und das Spiel ist übel. Das Spiel ist so übel. Und ich hasse mich gerade dafür, weil ich nicht weiß, ob ich die vorhin hätte... Ne, retten hätte ich sie wahrscheinlich eh nicht können, aber... Boah, scheiße. Dass die sich halt aufhängt. Shit. Okay, wir speichern jetzt. Und dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Doki Doki Literary Club. Macht's gut und Servus.